Hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Nico zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar geht es heute um einmal Rashica. Rashica ist schwer enttäuscht von Leipzig. Genauso geht es auch um Selke, der seine Chance nutzen will auf einen Stammplatz. Und ich habe euch gerade eben auf Instagram gefragt, welche Fragen sollen wir im Video noch behandeln. Und habe mir jetzt mal zwei rausgesucht. Einmal von Tobias-Erbär. Ich blende das Ganze mal hier ein. Und vom Tim. Und zwar hat der Tobias gefragt, schaffen wir die Wende sozusagen, also schaffen wir es, da unten rauszukommen, und ich denke mal, er meint damit, an den Erfolg von damals anzuknüpfen. Also meiner Meinung nach haben wir so viel Potenzial und so viel Qualität im Kader wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall, also von meiner Warte aus sind wir auf jeder Position fast doppelt besetzt. Wenn ich mir aussuchen könnte, wen wir noch holen würden, würde ich sagen einen klassischen Sechser, also einen reinen Sechser. Wenn die ganzen Aussagen, die ich jetzt mache, sind natürlich insofern alle bleiben, die gerade da sind. Ich finde, wir können mit dem aktuellen Kader sowohl die Raute als auch 4-3-3 als auch mit zurückfallen lassen der Fünferkette spielen. Und ja, wie gesagt, also Tobias, ich denke, dass wir nur von der Qualität, die gerade im Kader herrscht und im Potenzial, rein theoretisch auch wieder weiter oben anknüpfen können. Ich rede natürlich jetzt nicht von den ersten 3, 5 Plätzen, aber auf jeden Fall so, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben in der nächsten Saison. So, der Tim offiziell fragt, schafft Selke es, Stammspieler zu werden? Beziehungsweise er hat gefragt, schafft er es, Stammspieler zu werden? Ich habe ihm aber danach geschrieben gehabt und habe gefragt, meinst du Selke? Er hat geschrieben, ja. Also, meiner Meinung nach ist es so, dass wir jetzt im letzten Testspiel gesehen haben, wie Selke auch spielen kann. Wenn er kämpferisch spielt, wenn er läuft, wenn er bissig ist. Also der Junge hat ja Qualität, er muss sie nur zeigen, er muss sie nur abrufen. Und dann denke ich auch, dass Selke durchaus Stammspieler werden könnte. Auch wenn ich denke, dass wir, wenn wir mit der falschen 9 spielen oder beziehungsweise allgemein mit einem klassischen 9er spielen, sehe ich halt Füllkrug schon weiter vorne. Wenn man sieht in der zweiten Halbzeit, wie Füllkrug reingekommen ist, wie bissig. Also es war ein gutes Spiel von beiden. So, deswegen ist halt auch die Frage so ein bisschen, was ist, wenn Kofeld mal mit einer Doppelspitze spielt? Es kommt dann in Frage, dass man mit einem Zehner spielt, der die Stürmer füttert, in dem Sinne Selke und Füllkrug. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Es würde mich wirklich mal sehr interessieren. Wen seht ihr weiter vorne? Selke oder Füllkrug? Und damit kommen wir auch schon zum Selke. Er will sich durchbeißen. Ja, sag ich mal, was heißt Satz? Also die Zeitschriften haben berichtet und auch Selke hat im Interview erzählt, dass er gerne wieder richtig angreifen will und es allen zeigen will. So, seine Ablöse ist so ein bisschen sein Ansporn. Denn falls das Ganze so bleibt, müssen wir für Selke nach dieser Saison 15 Millionen auf dem Tisch liegen. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Summe, gerade für Selke in seiner aktuellen Form. Eventuell kann man durch diese ganze Corona-Geschichte die Summe noch ein bisschen was drücken. Um wie viel genau, das wissen wir natürlich nicht, aber ich denke auch, dass das da gut wäre, wenn die Ablösesumme ein bisschen gedrückt wird. Denke aber auch, dass wenn Selke ein super Jahr spielt, wirklich ein Top-Jahr spielt und seine Tore sowie seine Scorer im Allgemeinen macht, dann ist diese Ablösesumme auch berechtigt, weil Selke ist nun mal ein sehr, sehr starker Stürmer. Er hat ja auch noch Potenzial, also er kann sich ja auch selbst jetzt noch etwas entwickeln. Es ist ja nicht so, dass er im Endlevel erreicht ist. Wenn er nur zu seiner Bestform wieder anknüpft und dann eben noch sich ein bisschen weiterentwickelt, dann kann da schon was draus werden. Und wir wissen alle, wovon leben Stürmer, von ihrem Selbstvertrauen. Das heißt, wenn Selke erstmal in den ersten Spielen trifft, so, warum nicht? Und wie gesagt, ich wäre sehr interessiert oder sehr gespannt drauf, ob es mal dazu kommt, dass zum Beispiel ein Chong als Zehner fungiert, der sich so ein bisschen nach außen fallen lässt dann auch oder auch zwischen die Stürmer kommt, vor die läuft, aufgrund seines Tempos, und davor ein Selke und ein Füllkrug. Wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen. Letztes Thema für heute, Rashica. Rashica ist scheinbar enttäuscht oder auch genervt von Leipzig. Es tut sich irgendwie gar nichts mehr.
Erst schien es teilweise fast perfekt, dann hieß es, jetzt ist es nur eine Frage von Stunden, Tage, Minuten. Jetzt ist es aber so, Rashica ist immer noch da, Rashica spielt immer noch nicht und Rashica, ja, soll eigentlich verkauft werden. Und auch wenn man den Kommentar von Fibri gehört hat, dass selbst bis zum 5. Oktober es so sein kann, dass Rashica geht und dass dass Werder ja auch eigentlich damit plant, dass Rashica gehen wird. Ich denke, dass wir alle uns einig sind, dass falls Rashica noch bleiben sollte bis über den Deadline-Day hinaus, wäre es bestimmt interessant, Rashica und Chong in der Bundesliga zusammen zu sehen, auf den Flügelpositionen. Ich denke, da hätten viele nichts dagegen. Ich sage aber auch, dass wenn Rashica eine gute Hinrunde spielt, eben diese 25 Millionen auch definitiv erbringen könnte. Ich sage aber auch, das muss man halt auch bedenken, was ist, wenn Rashica dann einen Totalausfall hat und sein Marktwert sogar sinkt? So, das heißt, ich glaube, dieses Risiko will man gar nicht erst eingehen. Deswegen bin ich der Meinung, dass auf jeden Fall Rashica bis zum 5. Oktober abgegeben wird zu einem Club, der international spielt, weil das ist eine Grundvoraussetzung, die er eben möchte, wenn er von Bremen geht. Ob es am Ende Leipzig wird oder nicht, weiß man nicht, denn Leipzig hat auf jeden Fall auch das Geld jetzt wieder bekommen. Die sind eine Runde weiter, also die waren im Halbfinale in der Champions League. Und es gab Zahlen, die rumkursiert sind von 50 Millionen etc., die Leipzig dadurch bekommen hat. Was da jetzt wo dran ist oder wohin geht Rashica, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf diesen Talk. Und die Leute, die bis jetzt hier noch nicht abgeschaltet haben, checkt mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Da ist mein eigenes Format verlinkt. Das kam gestern online. Vielen Dank an alle, die sich das angeschaut haben, an die ganzen Kommentare. Und mich würde es freuen, wenn ihr das Video abcheckt. Und eine letzte Sache, die ihr in die Kommentare schreiben könnt. Heute haben wir das öfters. Ich glaube, das könnte man fast ein Trainingsspiel machen. Soll ich später noch live kommen? Habt ihr Bock? Werdet ihr dabei? Schreibt's rein. Wie gesagt, die Leute, die bis hierhin geguckt haben, die schreiben das auch gerne mal rein. Livestream ja, nein. Und bis dahin, euer Real Nico. Ciao.